Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles. So, ich habe jetzt ein bisschen Nebenquests gemacht in der Zeit, also ein paar halt. Und ich habe jetzt endlich diese blöden Aufziehrädchen gefunden und die findet man hier an der Bergungspunkt bei der Residenz. Braucht man ziemlich viele so eine, die Punkte dort, dass man die holen kann. Aber ich müsste jetzt eigentlich haben... Genau, bringe die Aufziehrädchen zu dem Kranreparateur, oder wie der heißt. Genau, da gehen wir doch jetzt gleich mal hin. Und dann geben wir die Quest ab. Und danach wollte ich dann eigentlich mit der Hauptstory ein bisschen weitermachen. So, ich mache mal das Bildmachgerät an. Servus, Leute. So, ich muss zugeben, ich habe jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr gespielt, weil ich einfach keine Zeit hatte wegen der Arbeit und so weiter. Folgen sind trotzdem noch täglich gekommen, weil ich ja ein bisschen vorproduziere immer. So, wo ist denn der Typ? Unten ist der. Genau, Matthäus. Sprechen wir doch mal mit ihm. So, Auftrag erledigt. Applaus für Thora. Was den Übeltäter betrifft. Ach, mir ist eigentlich wurscht. Je schneller ich mit der Reparatur fertig bin, desto besser für alle. Gut, dann haben wir das abgeschlossen. Sehr schön. Da habe ich ja ewig gesucht, muss ich sagen. Bis ich mal drauf gekommen bin, dass man das im Bergungstauchen bekommt. Mission aktualisiert. Kran-Sabotage. Okay, dann würde ich sagen, zu dem anderen gehen wir auch noch. Genau. Das Wundergemüse weiß ich bis heute noch nicht, was wir da machen müssen. Hilft Nomon dabei, leckeres, gesundes Gemüse anzubauen. Suche nach geeigneten Düngerzutaten und bringe sie zu Nomon auf den Klomhof in Gormod. Ich weiß, wo der ist, aber ich weiß die Zutaten nicht. Ich habe auch schon ewig viel abgebaut und alles, aber ich weiß nicht, was ich da machen muss. Wenn ihr das wisst, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. So, dann machen wir doch mal den hier. Den aktivieren wir mal. Ich muss wieder aufs Pad gucken, weil ich die ganzen Tasten nicht mehr weiß. So, der müsste doch auch gleich hier stehen. War der nochmal? Genau, da ist er ja. Sprechen wir mit ihm. Hallo, ich habe von Natus und Petle bereits die gute Kunde vernommen. Geschafft, Probleme und Sorgen jetzt ganz klein mit Hut. Das müssen ganz schön starke Tutans gewesen sein. Ja, da bin ich ja schon ein paar Mal gestorben bei denen. Wenn ich eines von Natus Kabel zerteilen könnten. Unser Wachposten Rahim könnte sich von so viel Elan ruhig mal eine Scheibe abschneiden. Der passt kaum noch auf. Verstehe. Nun denn, die schuldigen Trutans sind gefasst und der Kran ist auch wieder betriebsbereit. Holzhandel, Satis ist gerettet und das nur dank eurer Hilfe. Dafür verdient ihr eine gebührende Belohnung. Ach was, das passt schon. Okay, dann haben wir die nächste Mission abgeschlossen. Wie gesagt, ich habe ja schon ein bisschen Nebenmission gemacht und... Auch mit dem Holzhandel, was er erzählt hat, habe ich auch gemacht gehabt. Oh, wir sind noch sehr viel gestiegen jetzt. So, jetzt haben wir hier aber eigentlich keine Quest mehr. Außer eben das Wundergemüse. Was ist das? Unbesiegbare... Ah, genau. Das ist halt auch noch eine Nebenquest. Die kann ich jetzt abschließen, wenn ich aber die Hauptquest erledige. Genau. Also wir reden trotzdem noch mit ihm. Es gibt immer Punkte. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir speichern einmal ab. Speichern bitte. Mal schon 16 Stunden, 46 Minuten auf der Uhr. Die Zeit vergeht ohne Ende in dem Spiel. Echt heftig. So. Wir gehen aufs Missionsbuch. So. Und wir sollen zurück, Radgrenze. Und da zeige ich euch jetzt natürlich gleich mal den Weg, wo es denn hier lang geht. Ist gar nicht so leicht zu finden, aber ich bin schon ein bisschen tiefer in die Welt eingetaucht. Also ich habe es schon ein bisschen angeschaut. Und zwar mit der Switch auf der Couch praktisch. Jetzt bin ich ja gerade im Keller und nehme hier auf. Mach auf hier!
Come out, come out. Flora heals an aching soul. Ich weiß, ich habe auch eine neue Klinge. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Ursula. Habe ich mir schon freigespielt. Ist eine Heilerin. Und da können wir jetzt wechseln zwischen Ursula und Pyra. So. Oh, da muss ich aufpassen, weil der macht mir nämlich Kapuchka. Geht lieber mal hier hoch. Die Sammelstelle lassen wir lieber mal, weil der ist nämlich heftig. Komm out, komm out! So, wir müssen hier lang und gehen in Richtung Rückgratgrenze. Da haben wir diese Quest nicht. Missionsbuch? Charaktere. Oder gehört das zur Hauptquest? Ich glaube, das gehört zur Hauptquest sogar, oder? Kann das sein? Und ich habe eine kleine Ankündigung, und zwar am Freitag, okay, heute ist wahrscheinlich ein anderer Tag, wenn das Video rauskommt, aber am Freitag, den 26. Januar, kommt ja Monster Hunter World. Ich habe es mir schon vorbestellt und da werden wir auf jeden Fall auch mal ein bisschen reinschauen. Wenn ihr dann Bock habt, ich weiß nicht, ob ich streamen soll oder ein Let's Play machen soll, ist halt auch ein ziemlich langes Spiel. Ich habe mir schon überlegt, ob ich es nicht streame, eventuell, müssen wir mal schauen. So, die lassen wir jetzt mal hier in Ruhe. Und dann gehen wir doch mal, ziehen wir doch mal durch. Ich hoffe, der Pegel vom Wolkenmeer müsste eigentlich passen. Den kann man ja verändern, indem man halt an den Wirtshäusern übernachtet oder in den Hotels sozusagen übernachten tut. So, und genau bis dort unten bin ich hin und habe eine Quest angenommen. Ich glaube, das war damals eine Art Nebenquest. Da musste ich so Medizin besorgen im Gormut, in dem Dorf. Und jetzt muss ich die Medizin den zwei bringen, den Liebespaar da unten. Und weiter habe ich nicht gespielt. Und ich denke mal, wenn ich dann dort hinten weitergehen würde, geht halt die Hauptquest weiter. Jetzt schaue ich doch mal, ob ich nicht die Nebenquest aktivieren kann. Ja. Müsste eigentlich da unten sein. Schauen wir mal. Ja, genau. Was sind das für komische Kameraden? Ach du Scheiße. Das sind doch irgendwie Menschen mit einer Klinge. Die haben noch so einen Klingenhund, oder? Ich weiß nicht, ob ich da hingehen kann. Weißt du was? Wir speichern jetzt mal und probieren einfach mal gegen die zu fighten. Komm, wir gehen einfach mal ran. Tun die uns was? Oh, hey, die tun uns was. Okay, bring it on. Ow! Ha! Ow! I'm too sure. That's just like this. Go somewhere else, why don't you? Watch out! In Halo. That's it, that's it. Your emotions are... Maybe you should slow down. Flash. Nah, I can keep going. Yeah. Sure, I missed. Oh, you can't do that, man. Sweet on the line. Cut out. Go for it. What the fuck? Okay, die machen uns down. Alter Schwede. Okay, die lassen wir jetzt mal in Ruhe. Warum machen die uns down? Die sind doch auch nicht so hoch, oder? Was sind wir für Level? 18, die sind 14.
Okay, wir lassen es jetzt mal. Wir gehen nochmal vorbei. Wir machen mal die Hauptstory weiter. Vielleicht brauchen wir irgendwie eine andere Klinge oder so. Ich meine, ich könnte schon noch auf noch einen zusätzlichen Heiler gehen. Dass Ursula noch mithält. Wir müssen hier auf jeden Fall aufpassen. When did it get so late? Oh, and I've started glowing. I'm a bit self-conscious. Oh, okay, alles klar. What have we here? Okay, wir gehen jetzt mal hier geschickt vorbei, würde ich sagen. Ich weiß nicht, können wir den hier alleine ziehen, den 16er? Da oben und wow. Ich glaube, wir müssen dort oben hoch. Warum bin ich denn jetzt schon fast wieder tot? Also, was ist denn los überhaupt? Ich halte überhaupt nichts aus. Die sind unter uns. Wo sind denn die? Die waren auch auf jeden Fall dort unten irgendwo. What have we here? Jetzt gehen wir nochmal hier hoch. Na, die müssten irgendwo unter uns sein. Aber ich komme jetzt hier schlecht runter. Aber hier auf der Seite kommen wir auf jeden Fall runter. Sind sie wieder über uns? Die Quest ist... Okay, bring it on! Okay, wir machen die Angriffskette. Ah, ich komm. Boah, auf jeden Fall noch andere Klingen, dass ich die Angriffsketten lieber vervollständigen kann. Vielleicht ein bisschen variieren kann. Aber okay. Also jetzt schauen wir doch mal, ob wir die jetzt finden. Das kann doch gar nicht wahr sein. Die müssen doch hier irgendwo sein. Eins über uns. Ich glaube, dass die vielleicht dort oben auf dem Baum sind. Ich muss das Sensor skill. Boah, die kann er nicht ziehen. Ha! 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 Ha
make use of it now. Sure. Steady. Gotcha. Eagle eye. Everyone, let's go show. Let's make sure. Eagle eye. My goals exactly. Go. Sure. Ha! Make haste and retreat! Rush for sure! Anchor shot! Pass dodge! Our legends are in tune! Oh, gotcha! My goal's exactly! Please help him into Dawn after all! Show them! Are you ready for Dawn's full capabilities? Now, let's show them what we're doing! Jack Wesley! You'll beat them! Wie bin ich getroffen? Was ist denn hier? Okay, war jetzt nicht so stark. We'd make a good team. I could have done this blindfolded. Okay. Jetzt will ich aber diese blöde Quest erledigen hier. Sagt man eigentlich in dieser Richtung? Warte mal, die mich pullen dort. Ah, dort sind sie ja, genau. Come out, come out. Flora heals an aching soul. Okay. So, dann können wir das dem, die Medizin geben? Die Medizin! Ihr habt sie dabei. Hörst du das, Norman? Bald wird es dir wieder besser gehen. Ich denke auch. Ich danke euch. Okay. Also schön, dann wollen wir mal aufbrechen. Aber Norman, musst du dir da nicht etwas zu viel zu? Keine Sorge, deine Pflege und die Medizin haben Wunder gewirkt. Du solltest dich trotzdem etwas schonen. Das werde ich nicht. Wenn wir uns nicht ins Zeug legen, werden wir Mor Aydin ja nie erreichen. Mor Aydin, okay, wird ein neuer Titan sein. Ist irgendwas passiert? Sagt schon. Ja, der Vater hat ja gesagt von ihr, dass er nicht will, dass sie ihn heiratet, weil das Erzfeinde sind, das andere Volk. Machen wir lieber nicht. Gut, dann sollten wir wohl langsam aufbrechen. Du hast recht, vielen Dank für eure Hilfe, meine Freunde. Ich wünschte, ich könnte mich dafür irgendwie erkenntlich zeigen. Solltet ihr euch mal nach Mor Aydin verschlagen, schaut bei uns vorbei. Genau, da werden wir uns bei euch gebührend revanchieren. Das, was ihr heute für uns getan habt, werden wir euch nie vergessen. Danke nochmals, wir schulden euch eine Menge. Auftrag erledigt, Applaus, Applaus für Thora. So, dann schauen wir doch mal. Unbesiegbare Liebe abgeschlossen. So, und dann wollen wir doch jetzt mal weitergehen. What have we here? Flora heals an aching soul. So, dann werden wir doch mal schauen, ob wir jetzt nicht diese Rückgratgrenze überqueren können. Ich weiß gar nicht mehr, wo war denn das? ZR. Ah, da, genau. Überquere die Rückgratgrenze und gehe zu Umons Werft am hinteren Ende von Gormod. Ja. Sorry, Leute, ich muss jetzt echt wieder schauen, wo das war, weil wenn du fast eine Woche, anderthalb Wochen nicht gespielt hast. Und ich meine, das Spiel ist doch ein bisschen komplexer, auch von der Steuerung her. Das heißt komplex, aber man muss sich halt dann wieder mal
Man muss ja wieder ein paar Minuten spielen, dass man wieder reinkommt, sag ich mal. So, okay, weiter. Ich denke mal, das wird hier sein. Da unten ist es eine Ausgrabungsstelle. Den nehmen wir doch auf jeden Fall mit. Reisepunkt, Umons Werft. Sehr schön. Okay, hier gibt es eine Bergungsstelle. Sollen wir das gleich mal probieren? Wenn ich die Knöpfe wieder treffe, heißt es. Treasure acquired. Kernkristall? Ich habe schon so viel Kernkristall, Leute, aber ich weiß nicht, ob sie resonieren soll oder nicht. Komm, wir probieren es einmal. Ich weiß nicht, schauen wir mal. Oh, I can't wait! Okay, BAA. Oder BBA, keine Ahnung. I'm back. Miss me. Und da habe ich eben auch die Aufziehrädchen bekommen, wie eine Quest. Okay, bring it on. Dan, it's found us. Ja, ja. Eagle Eye. Eagle Eye. Ha! So, let's keep this up. You can make win for sure. I like your attitude. Spinning! Cut down! Defense protocol activated. Thanks for the support. Rush them! Okay, sehr schön. So, dann gehen wir doch mal hierher. Umon. Who is that? Who is noisy while I do my work? Tora, this big surprise. Long time no see, Uncle Pon. Yes, long time. About one whole year? Yes, about that. You became very big in 1 year, Tora. Yes, Tora not Little Pon anymore. And Tora have lots of sidekicks. Rex Rex and friends are not Tora's sidekicks. They are real friends, Umon. Rex Rex, meet Uncle Pon Umon. He did great research with Grampy Pon. He is great builder of ships. Hello. Greetings. At your service. I see. Tora's friends. Tora has lots of friends. Very good. Tora has become fine, Biggie Pon. Well, Tora, did you need Umon's help for something? Well, we wanted to borrow a ship from Uncle Pon Umon. A ship? But there are lots of ships in Toragoth. Why hike all the way to Bum Bum to see me? Oh, well... Tora run out of gold, hmm? Yes. Tora spend all the gold on artificial blade. Tora flat broke, like penniless pancake. I wanted to go on a little boaty jaunt to, nearby place, but no money to go on boat. I hope Tora can keep track of all these fibs he's telling. There's no other option. We can hardly tell him what happened in Toragoth, can we? Yeah, I guess you're right. So long as we get a boat out of this. Artificial blade, eh? Was this what Tora's Grampy Pon was working on? My name is Poppy. Pleased to meet Uncle Pon. Yes, this it! This pretty mighty! Tora take after Grampy Pon indeed!
Oh, well, how can I refuse Toro now? Toro may use Uman's ship, but there is problem. What is problem? You see, ship not quite ready just yet. Not much left to do, but work stop because no building parts. That's the only problem. Correct, but that is big problem. Big like sea or mountain. You mean all you need is some parts, then you can finish the ship? It just as you say, friend. So if we go and find the parts, then you'll... Of course! I make ship ready, then you borrow! Thank you! Come on, everyone. Let's go! Yay! Let's go find ship ingredients! Mondschiff als aktuelle Mission festlegen? Ja, natürlich. So, dann schauen wir doch mal, was müssen wir denn machen? Rätselbaumholz, das haben wir doch schon. Okay, Leute, ich würde aber sagen, wir machen jetzt an der Stelle einen Cut und schauen natürlich in der nächsten Folge dann, wie es weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, schaltet auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder ein und dann schauen wir doch auch hier, wie es mit dem Schiff weitergeht. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Euer Andi.